Ich habe was für euch. Legen wir los. Hallo Leute, herzlich willkommen zu dem neuen Video hier bei The Wrist Guy. Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch. Heute geht es um eine ganz bestimmte Uhr. Das ist nämlich keine normale Uhr, das ist eine Smartwatch, denn die Firma Vita hat mich kontaktiert und hat mich gebeten, ihre neue Uhr auszuprobieren, also zu unboxen und eben auszuprobieren. Und ich bin von denen auch vorher getargetet worden. Also ihr kennt schon diese Fälle, wo ihr so ein bisschen ganz unschuldig auf Instagram scrollt und auf einmal seht ihr die Werbung für eine bestimmte Uhr und dann seid ihr für immer und ewig getargetet. Genau das ist mir passiert. Und ich habe diese Uhr gesehen und dachte mir jedes Mal, hey, schaut irgendwie voll interessant aus, schaut witzig aus. Ich meine, ihr wisst, ich bin ja ein Smartwatch-Fan auch und ich hätte irgendwie Bock, die zu testen. Und wie es der Zufall will, hat mich dann Vita kontaktiert, haben gefragt, hey, wir launchen unsere neue Uhr für Bugatti und ob ich nicht einfach mal Bock hätte, die Uhr auszupacken und auszuprobieren. Und heute geht es eben um das Thema, was bekommt ihr, wenn ihr eine der teuersten Smartwatches und exklusiven Smartwatches auf dem Markt bestellt. Und das Ganze sieht so aus, ihr kriegt erstmal eine Box. Das ist schon der Umkarton, der ist gebrandet. Und dieses Branding und die Liebe ins Detail, die findet sich in der gesamten Uhr wieder. Und ihr werdet schon sehen, was ich damit meine. Also wir haben hier einmal den Umkarton. Hier vorne haben wir nochmal das Bugatti-Logo. Und wenn wir das ganze Ding jetzt einfach mal aufmachen, dann schaut das Ganze so aus. Styropor, ausgeschnitten Vita for Bugatti. Das können wir hier jetzt einfach mal rausnehmen. So, Moment, das muss ich jetzt eben so ein bisschen elegant machen. So, okay. Lassen wir jetzt einfach mal hier weg. Okay. Übrig bleibt ein Umkarton. Sehr hochwertig gemacht, sehr schön gemacht. Hier in Lackschrift Vita for Bugatti. Bugatti-Logo auch in Lack. Und hier, Moment. Machen wir hier einmal auf. Und, okay, da werden wir begrüßt hier mit einer, nochmal mit einem Innenkarton eigentlich, mit einer Innenbox und die ist richtig schön gemacht und das erinnert hier auch so ein bisschen mit diesem Mikrofasertuch an eine richtige Luxusuhr, wie wir sie kennen. Und wenn du das hier da rausnimmst, hast du hier einmal jetzt die finale Box. Die sieht so aus, die ist so ein bisschen in Lederoptik. Oben aus so einer Art Holzkunststoff an den Seiten und unten hat sie Mikrofaser, damit du halt die Oberfläche vom Tisch nicht zerkratzt. Hier oben sehen wir das Bugatti-Logo in 3D. Ziemlich cool gemacht, Vita ist hier geprägt. Auf der Rückseite sieht man hier die Scharniere und das ganze Ding hält magnetisch. Richtig cool, ehrlich gesagt, dass Vita sich so viel Gedanken und so viel Mühe macht für eine Smartwatch. Aber ja, machen das Ding jetzt einfach mal auf und da sehen wir es schon. Das ist wohl eine der coolsten Verpackungen, die es aktuell so in der Uhrenindustrie gibt und ich muss das wirklich for real sagen. Hier haben wir einmal den weltbekannten Bugatti Grill mit dem Bugatti Logo und hier unten auch mit diesem, keine Ahnung, mit diesem Zahn oder was das sein soll. Schaut richtig cool aus, ist auch in 3D, kann man erfüllen und hier dieses Grillmuster ist genäht. Hier drunter haben wir so eine Art zweite Wand. Hier haben wir nämlich ein Booklet, nämlich Bugatti Ceramic Edition. Diese Uhr hat verschiedene Editions und je nach Edition kriegt ihr halt einen anderen Lieferumfang. Aber prinzipiell ist der Lieferumfang bei jeder Edition ziemlich, ziemlich heftig. Das hier ist die Ceramic Edition und hier habt ihr ein Bugatti Chiron. Und wenn ihr da einfach durchblättert, das ist eigentlich nur eine Gebrauchsanweisung, weil die Smartwatch hat auch eine App und so weiter und ihr habt verschiedene Ziffernblätter und da könnt ihr halt alle möglichen Funktionen tracken. Ich meine, das kennt man ja eigentlich von Smartwatches. So, hier geht es dann weiter, das hier ist alles in Leder gehalten oder in Lederoptik gehalten. Hier haben wir einmal die Uhr, die packen wir jetzt mal hier kurz beiseite. Was haben wir noch? Das ist halt das Coole, was Vita für die Bugatti-Uhr mitliefert, nämlich für Leute, die halt wirklich Bugatti-Die-Hard-Fans sind, ist hier alles gebrandet und das ist halt irgendwie ganz cool. Ihr habt neben dem klassischen Kautschukband, habt ihr hier noch ein Voll-Titan-Band mit einer sehr, sehr flachen Schließe, die auch oben, unten überall gebrandet ist. Ihr habt hier noch einen, Moment, ihr habt hier noch einen Schraubenzieher, weil ihr das Band selbstständig wechseln könnt, was ganz cool ist, weil dann kriegt die Uhr immer einen anderen Look. Und was ihr hier dazu habt, ist einen USB-C auf USB-Adapter, der ebenfalls gebrandet ist. Ich weiß nicht, ob man das hier so sehen kann, der ist ebenfalls gebrandet. Dann habt ihr hier einmal das Aufladekabel, ebenfalls gebrandet. Es ist einfach alles gebrandet und das ist halt arg. So, hier habt ihr einmal die Garantiekarte, 5 Jahre Garantie, auch gebrandet natürlich. Dann habt ihr hier ein Lederetui und das ist nicht einfach irgendein Lederetui, sondern
Da geht es darum, dass ihr bei der Uhr die Lünetten selbstständig wechseln könnt. Und welche Lünette ihr habt bzw. welche ihr bekommt, hängt eben von der Edition ab, die ihr euch kauft. Das hier ist sozusagen die größte Variante. Hier habt ihr alle Lünetten dabei. Auf der Uhr ist aktuell eine schwarz-blaue Lünette, also eine Art Batman-Lünette. Was ihr noch dazu bekommt, ist eine Tachymeter-Lünette, eine schwarze mit blauen Markierungen. Und ihr kriegt noch eine ganz normale, klassische schwarze Taucher-Lünette. Alle diese Lünetten sind übrigens aus echtem Keramik, poliert und geschliffen, richtig hochwertig gemacht. Und diese Leder-Etui-Geschichte ist auch gebrandet. Hier seht ihr das Bugatti-Logo oben drauf, richtig cool gemacht. Aber es geht noch weiter. Was wir hier noch dazu bekommen haben ist, was ist das? Achso, das sind hier noch Glieder für das Armband plus die Schrauben dazu. Und dann habt ihr hier noch was, nämlich das ist so ein Werkzeug, um die Pins aus dem Glied da rauszutun. Und das ist, glaube ich, schon alles. Ein Mikrofasertuch war noch dabei, ein Bugatti gebrandetes. Ich hatte die Uhr schon aufgemacht, weil ich musste sie auch filmen. Das ist die Box. Und ich finde diesen Lieferumfang schon sehr, sehr bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass das nur eine Smartwatch ist. Und ich finde das halt schon cool. Und das ist eine Box, die hat man gerne daheim stehen, weil die halt wirklich hochwertig gemacht ist und hochwertig aussieht. Was die Uhr kann und was sie nicht kann und ob ich sie euch empfehlen kann oder nicht empfehlen kann, das seht ihr im Review zu der Uhr. Aber mich würde es mal mega interessieren, ob ihr eigentlich Smartwatches mögt, wie ihr zu Smartwatches steht. Ich meine, aktuell ist Apple halt der absolute Nonplusultra-Vorreiter, wenn es um Smartwatches geht. Aber ich meine, es gibt auch die Tag Heuer Connected, es gibt die Hublot Connected. Wie heißt die Hublot? Ich weiß es gar nicht. Es gibt eben diese Bugatti-Uhr, es gibt Garmin, Google Pixel Watch, es gibt alle möglichen Smartwatches. Und ich habe bis jetzt nur Erfahrung gehabt mit der Apple Smartwatch, deswegen bin ich gespannt, was die Uhr alles kann. Und ja, ihr werdet auf jeden Fall mehr davon erfahren, wenn es im vollen Review ist. Lasst mich gerne wissen, wie ihr diese Uhr findet, beziehungsweise, heute ging es nicht um die Uhr, sondern um das Packaging, wie ihr eigentlich das Packaging fandet. Und das finde ich halt irgendwie ganz cool, weil, wie gesagt, normalerweise gehen Smartwatches in Richtung Tech-Products und bei Tech-Products ist eigentlich das Packaging nie so wirklich extravagant. Es ist immer ganz cool gelöst, aber es ist nie extravagant. Die Apple Watch ist einfach in Papier gewickelt. Und hier habt ihr halt ein Packaging, was halt wirklich einer Luxusuhr gleicht. Und ich habe hier schon viele Uhren in der Hand gehabt, von Tag Heuer Connected bis Hublot Connected. Und keine davon ist so, ja, aufwendig gebrandet und verpackt und keine Ahnung, mit so viel Liebe ins Detail gemacht, wie hier Vita von Bugatti das macht. Vita ist übrigens eine österreichische Marke, ist eben spezialisiert auf Smartwatches und hat hier eben für Bugatti eine Smartwatch rausgebracht. Und wie gesagt, schaut euch das einfach mal auf der Website an. Alle Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung und wir sehen uns dann beim Review. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.